Ich finde es super. Also wir hatten alle ein bisschen Bedenken, weil es eben Eintritt kostet. Aber ich muss sagen, heute Stand Sonntag, wo auch viel mehr Publikum dabei ist, als es gestern der Fall war, ist eine super Veranstaltung. Es gibt sicherlich Dinge, die noch verbessert werden können. Aber das Schöne ist einfach, wir haben hier eine wertige Veranstaltung. Es ist nicht so wie draußen, dass da halt Masse statt Klasse ist. Hier haben wir eben umgekehrt Klasse statt Masse. Und ich finde, es ist absolut wiederholungswürdig und freue mich auch darauf. Selbstverständlich haben wir, als wir davon gehört haben, vom Porsche-Zentrum Bensberg die Chance genutzt, um uns hier zu repräsentieren. Und ich muss auch sagen, wir waren jetzt gestern das erste Mal hier dabei. Heute ist ja bereits der zweite Tag. Und die Resonanz, aber auch das Interesse des Publikums hat auch wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität. Also das heißt, wir haben hier nicht nur Schaulustige, die sind sicherlich mit dabei, aber wir haben auch wirklich hier Autofans, die sich auskennen, auch mit unserer Marke, unser Haus selbstverständlich auch kennen. Und das ist auch schön, hier auch Freunde und Fans der Marke zu treffen. Kommen Sie nächstes Jahr wieder? Auf jeden Fall, sind wir dabei. Gefällt mir sehr gut, sehr gelungen, organisatorisch alles perfekt. Wir haben sehr gute Gespräche geführt, spannend auf die Resonanz, die kommen wird. Also dadurch, dass die Autohändler zufrieden sind, bin ich zufrieden, weil ich warte als deren Dienstleister, warte ich natürlich deren Rückmeldung ab. Und da wir es zum ersten Mal machen, wie überall, weiß man immer nicht ganz genau, auf was man sich da eingelassen hat. Und wir sind froh. Der Samstag hat uns die Polizei wirklich einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil das war super bei denen drüben. Hundestaffel, Wasserwerfer, richtig klasse. Da konnten wir nicht gegen anstinken. Aber heute, der Sonntag, brutal. Schon heute Morgen, 11 Uhr, Tür auf. Wesentlich mehr Traffic als gestern. Ich glaube, dass alle, auch ich, auch wir als Arena, damit zufrieden sein können. Und wir wissen heute schon, der zweite Autosalon kommt. Also nächstes Jahr dasselbe nochmal. Wir machen sogar ganz einfach, das Datum kann man sich gut merken, weil es das gleiche Datum ist, wieder der 5.6., aber einen Monat nach vorne, der September. Wir werden auch da mit der City-Initiative zusammenarbeiten und auch da wieder den Sonntag nehmen. Hoffen, dass die Polizei keinen Tag der offenen Tür macht. Den machen wir dann hier. Wir lassen uns noch ein paar andere Sachen einfallen lassen. Aber das glaube ich, daran arbeiten wir. Wir haben ein paar kleine Kritikgespräche und das muss auch so sein. Von daher, es kann noch besser werden, aber zufrieden, ja doch, zufrieden sind wir.